Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis, Angeberwissen. Und heute haben wir den 19. Februar und wer hat heute Geburtstag? Heute hat Geburtstag Falco. Falco. Also wenn er jetzt Rock Me Amadeus da wäre, wenn dann er hätte da wäre, er Geburtstag. Hätte heute Geburtstag. Aber der ist Rock geboren Me Amadeus. Am 19. Februar und Rock Me Amadeus hat er gemacht. Was hat er noch? Calling Vienna. Genie. Ja. Ja. Und andere Sachen. Ja. Egoist fand ich gut von ihm zum Beispiel. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Da hat er auch dann irgendwie so ein bisschen futuristisch gesungen. Futuristisch gesungen. Ja, es war ein eigener Stil, aber sehr, also schon ist cool. Ja, Falco war schon Falco? Gesehen. Hat so einen eigenen Schmäh gehabt, war, ja. muss man mögen oder man hat ihn irgendwie nicht gemocht, aber ich fand ihn cool. Falco war cool. Ja. Cool war auch 1986. Was denn? Da wurde am 19. Februar 86 wurde die sowjetische Raumstation Mir ins Weltall geschossen und umkreist dann bis 2001 die Erde. Weißt du, was Mir bedeutet? Frieden. Peace. Peace. Ja, genau. Ja. Und 1955, am 19. Februar 1955, ja, war das erste selbstgewählte internationale Telefongespräch aus Deutschland. Nein. Ja. Mit diesem Telefon. Nee, mit dem nicht einmal. Aber das war. Hattest du auch noch so ein Wählscheibentelefon zu Hause bestimmt? Ja, ja, ich kenne sowas. Aber ich kenne das in Grün. In Grün, ja, genau. Es gab Grün und es gab noch Weinrot. Weinrot? Weinrot? Nee, es gab das auch noch so mit so einem Stoffbezug, irgendwie so mit so einem, okay, mit so einem, okay, komischen Muster drauf. Ja. Aber ich kenne das in Grün, ja, mit so einem, ja, mit so einer Wählscheibe. Hast du ständig und verwählt. Später dann die Tasten. Nee, du hast dich ständig verwählt, wenn du mal rausgerutscht bist. Das war immer so eine Katastrophe. Später. Du hast dich natürlich daran gewöhnt, dann, mhm, ging das. Ich weiß nur, meine Oma, die hatte ganz lange diese Wählscheibe noch und, ja, da hatte ich aber schon lange Tasten. Ja. Ja, so. Und dann konnte ich nicht mehr, ich habe mich da sozusagen entwöhnt und ich konnte nicht mehr diesem Ding telefonieren, weil ich immer rausgerutscht bin. Und hast immer andere Leute angerufen. Wirklich, du hast irgendwie andere Nummern gewählt und dann sind andere Leute reingegangen. Und was bei dem Telefon ja auch möglich war, du konntest den Hörer abnehmen und konntest dann, da waren ja solche Knöpfe, die dann noch so runter... Ja, du konntest mit Tesafilm runterkleben. Ja, nee, aber... Die Leute heben ab und es klingt. Nee, du konntest dann immer mit dem Finger so irgendwie so mehrmals draufklicken und dann... Hat es irgendeine Nummer? Hat sie verbunden? Ja, 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 ja. Das ging auch in den Telefonzellen. Ja. Für Telefonstreiche, was andere gemacht haben. Wir haben natürlich genau, nie. Wir haben immer die Auskunft angerufen. Die Telefonauskunft angerufen. 011. Ich hätte gerne die Telefonauskunft von Bahamas. Wir können zurückverfolgen, von welcher Telefonzelle, ja, das kommt. Ich sehe dich. Ja, nee, dann sagt er so: Ich sehe dich von der Kamera aus. Oh, Scheiße, er hat eine Kamera. Schnell aufgelegt. Schön drauf. Haben die uns verarscht? Ja. Das war am 19. Februar, genau. Richtig. 19. Februar, erste selbstgewählte internationale Telefongespräche aus Deutschland. Raumstation Mir. Die Mir und der Falco hat Geburtstag. Geht raus und teilt das Wissen. Cheerio, Miss Sophie. Gute.